Apropos Computer, Sie wollen Ihren alten loswerden und gleichzeitig auch die Festplatte, damit Sie garantiert sicher gehen, dass all Ihre Informationen gelöscht werden. Was kann man da tun? Hier kommen unsere Datenkiller. PC-Festplatten. Sind die Daten einmal drauf, muss man schon schwere Geschütze auffahren, um diese in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Wasser, Feuer, Kälte oder Gewalt. Bei welcher Methode halten die Daten stand und wann sind sie sicher gelöscht? Unser Datenkiller Mark setzt die Festplatten Extremsituationen aus. Sein Ziel immer fest im Blick. Ich möchte so viele Festplatten wie möglich zerstören und will eigentlich, dass überhaupt keine Daten überleben. Und ob die Daten überleben oder nicht, das testet Martin Eschenberg. Er ist professioneller Datenretter und weiß, dass Festplatten mitunter viel durchmachen müssen. Festplattenschäden können bestehen im klassischen Herunterfallen, können bestehen zum Beispiel durch Feuer, Brand, können entstehen zum Beispiel auch durch Hochwasser. Hochwasser, das richtige Stichwort für Experiment Nummer 1. Mark und Martin beim Angelausflug. Ob ein Fisch anbeißt, wissen die beiden nicht. Denn ihr Köder ist kein Wurm, sondern Festplatte Nummer 1. Eine knappe Stunde lassen sie das PC-Gedächtnis im See abkühlen. Algen, Sand, Schmutzpartikel und kleine Tierchen inklusive. Also ich glaube nicht, dass die noch funktionieren. Also ich würde mich nicht trauen, die zu öffnen oder jetzt irgendwie trocknen zu lassen und dann im PC noch einzubauen. Der PC-Experte ist da optimistischer. Prinzipiell ist es so, dass die Daten oder die Wahrscheinlichkeit bei 50-50 liegt, dass die Daten noch rettbar sind. Das hat verschiedene Faktoren. Ist unter anderem davon abhängig, wie lange die Platte im Wasser gelegen ist. Bei kurzfristigen Dingen stehen die Chancen nicht schlecht. Datenretter Martin Eschenberg macht die Probe aufs Exempel. Er schließt die Festplatte an einen normalen PC an und fährt ihn hoch. Schon beim Booten wird klar, diese Festplatte hat zu viel Wasser geschluckt. Die Platte, die den Wasserschaden hatte, hat leider nicht funktioniert. Trotzdem ist diese Platte wahrscheinlich über einen professionellen Datenretter durchaus rettbar. Mit Wasser kann man die Daten löschen. Zuverlässig ist diese Methode aber nicht. Ist Feuer besser geeignet? Das wird Experiment Nummer 2 zeigen. Mark und Martin auf dem Weg zur Pizzeria. Hier gibt's Pizza aus dem Steinofen. Hallo, guten Tag. Wir wollten einmal die Festplatte in den Steinofen reinbringen, um mal zu gucken, was passiert. Mhm, kann man machen. Mit Käse? Nee, geht auch so. Der Pizzabäcker schiebt die Festplatte in die lodernde Glut. 25 Minuten muss sie dort aushalten. Datenzerstörer Mark ist sich sicher, die Festplatte wird bei diesen Temperaturen auf jeden Fall schmelzen. Schließlich ist dieser Pizzaofen heißer als ein herkömmlicher Backofen. Der Ofen ist so heiß, also zwischen 250 und 300 Grad. Ja. Die knappe halbe Stunde ist um. Geschmolzen ist die Harddisk nicht, aber einige Teile sind ordentlich angekokelt. Also ich glaube schon, dass sie schon kaputt ist. Ja, man riecht das. Wenn die noch funktionieren sollte, dann wäre das echt ein Wunder. Prinzipiell ist es so, dass diese Daten natürlich nicht gelöscht sind. Bei Temperaturen ab 500 Grad kann man davon ausgehen, dass die Scheiben sich im Innern der Platte auflösen bzw. sich die Beschichtung auflöst. Hier ist es so, dass die Elektronik natürlich deutlich beschädigt ist, aber letztendlich sind die Daten nicht vernichtet. Das bedeutet, mit geringer Hitze kann man die Daten einer Festplatte nicht löschen. Bei Test Nummer 3 setzen wir den Speicher extremer Kälte aus. Um das herauszufinden, steuern Mark und Martin die örtliche Metzgerei an. Wir würden gern die Festplatte bei Ihnen ins Tiefkühlfach legen. Eisige Temperaturen und die feine Elektronik der Festplatten, ob sich das verträgt? Datenzerstörer Mark hofft, dass sein Kälteplan aufgeht. Diese Tiefkühltruhe wird bis minus 20 Grad. Also sie muss schon einige Grade kälter als die Tiefkühltruhe, die man zu Hause so stehen hat. Eine Dreiviertelstunde später. Die schockgefrorene Platte ist so kalt, dass sich eine dünne Eisschicht gebildet hat. Problem? Das Tauwasser dringt in die Elektronik ein.
Also ich würde sie schon auftauen lassen und dann einbauen und versuchen, Daten zu retten. Also ich denke, das ist nicht so schlimm, wenn man die ein bisschen kalt stellt. Prinzipiell ist es so, dass Kälte den Platten nicht sehr viel anhaben kann. Viel schlimmer ist Feuchtigkeit, die entstehen kann, insbesondere im Inneren der Platte. Da kann es sein, dass unter Umständen Korrosion entstehen kann. Da Datenretter Martin Eschenberg äußerlich keine gravierenden Schäden erkennt, schließt er die Platte an den PC an. Das Betriebssystem startet und er kann auf die eigenen Dateien zugreifen. Ergebnis? Kälte macht Festplatten nichts aus, als Datenkiller eine Niete. Crashtest für Platte Nummer 4. Zerstörer Mark will die Festplatte aus luftiger Höhe auf einen Betonboden fallen lassen. Wird sich die Platte verformen, durchbrechen oder doch unversehrt bleiben? Die Zutaten für dieses Experiment? Ein Drehleiterwagen, eine weitläufige Absperrung und ein paar Feuerwehrmänner, die für die Sicherheit sorgen. Schließlich sollen nur die Daten auf der Festplatte zu Schaden kommen. Dieser Test sorgt bei Mark für richtig Spaß. Ich habe ja keine Höhenangst oder so. Und ich freue mich drauf. Also vor allem das Hochfahren. Einmal Drehleiter. Feuerwehrmann Richards glaubt nicht, dass die Daten diesen Headcrash der besonderen Art überleben. Ich schätze, dass die Platte in 1000 Stücke zerspringt. Nach nur wenigen Sekunden ragt die Drehleiter in den Himmel. Wir haben die Höhe erreicht. 30,9 Meter. 30,9 Meter. Also die ist höchstwahrscheinlich gelöscht. Echt? Sag ich mal. Oh, das hört sich gut an. Ja. Ja, es rieselt auch lustig aus. Fallen die Daten aus der Festplatte. Genau. Wiederherstellen wird man hier wahrscheinlich nichts mehr können, weil die Scheiben innen drin total zerstört sind. Man sieht es teilweise dadurch, dass es rausrieselt. Das ist im Prinzip das Material, auf dem Daten gespeichert werden. Und kein Material, um Daten zu speichern, keine Daten. Ein Sturz aus über 30 Metern Höhe macht aus jeder Festplatte Kleinholz. Beim Test Nummer 5 ist Schlagfertigkeit gefragt. Mit einem XXL-Hammer will Mark der Festplatte an den Kragen. Ja, also ich hoffe, dass ich sie jetzt mal zerschlagen kann mit viel Kraft. Denke ich, sollte das funktionieren. Ich habe ein gutes Instrument hier. Irgendwann wird einer von beiden gewinnen, entweder die Platte oder er. Mark drischt mit voller Wucht auf die Harddisk ein. Er hat es insbesondere auf die Scheiben im Inneren abgesehen. Also ich glaube ja, dass man hier nichts mehr machen kann. Also ich sehe jetzt ganz viele Einzelteile und ich wüsste nicht, wie man da irgendwelche Informationen wiederherstellen könnte. Also die Daten lassen sich in der Form hiervon nicht mehr einlesen. Und da ist dahingehend auch nichts mehr machbar, dass man in irgendeiner Form die Daten zurückgewinnen könnte. Letztendlich ist es so, dass man das dann halt schon als sicher beschädigt und nicht rückgewinnbar bezeichnen kann. Auch der Hammer ist eine sichere Methode, um sich von seinen Daten für immer zu verabschieden. Beim letzten Experiment soll ein Magnet die Daten förmlich aufsaugen. Erstmal schauen, ob der überhaupt funktioniert, der Magnet. Richtig. Der Büroklammertest ist positiv. Ich habe mal gehört, dass wenn man Magneten mit eine Festplatte hält,
sollen die Daten verloren gehen. Warum, kann ich jetzt nicht erklären, aber ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Der Magnet besteht aus Neodym, Eisen und Bor. Das sind sogenannte Hochenergie-Magnetwerkstoffe, die für besonders anziehende Wirkung sorgen sollen. Bei Festplatten ist es im Prinzip dergestalt, dass die Festplatten magnetisch abgeschirmt sind. Das heißt, sehr hohe, starke Magnetfelder können durchaus zu einer Datenlöschung führen. Bei kleineren Magnetfeldern ist das nicht der Fall. Äußerlich hat die Festplatte keinen Schaden. Deshalb verbindet Martin Eschenberg sie mit dem PC. Da kann man auf Daten zugreifen. Ergo heißt das, dass der Magnet nicht stark genug war. Mit einem Magnet kann man Daten also auch nicht sicher löschen. Die beste Methode ist sicherlich, Daten mit dem Hammer zu zerstören, sozusagen. Das ist von den Tests her gesehen meines Erachtens nach die beste und sicherste Lösung, wenn auch anstrengend. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, bei der man nicht ins Schwitzen kommt. Einfaches Formatieren reicht definitiv nicht. Wenn man formatiert, sollte man eine spezielle Software verwenden, die halt die Daten im Prinzip siebenfach überschreibt, die jeweiligen Datenträger besser noch 35-fach überschreibt, nach speziellen Richtlinien, und das macht dann halt auch eine Datenrettung für professionelle Datenretter so gut wie unmöglich. Wer also seine Daten ein für alle Mal löschen will, der sollte sich darauf einstellen, dass eine Festplatte ziemlich viel ab kann.